Ich hoffe, dass es erhalten wird, bleibt, weil es noch eines der wenigen Theater hier in Wien ist, das in Frauenhand ist. Und insofern, das wünsche ich auf jeden Fall dem Kosmos, dass es in Frauenhand bleibt. Vielleicht auch ein Intendant, genau. Es müsste ein Mann ins Kosmos Theater. Nein, aber das, na, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, aber. Naja, im Anschluss daran, worüber wir vorhin gesprochen haben, eine ausreichende Finanzierung, um diese ausreichende Finanzierung auch weitergeben zu können an die vielen Künstlerinnen, engagierten Frauen und Wissenschaftlerinnen, die da etwas umsetzen möchten. Naja, ich wünsche Ihnen alles Gute und ich wünsche Ihnen, dass Sie halt, dass Sie sich in einer Weise verändern, die es mir schwerer macht, nicht hinzugehen. Andi Barber und das Kosmos Theater richtet die aus, erstens, dass das Programm so interessant bleiben soll, wie es jetzt ist. Und dass das, was wir schon länger mal besprochen haben, nämlich dass ich einmal dort spiele, dass das auch einmal wird. Da wünsche ich doch, da habe ich einen schönen Wunsch dafür. Das ist aus Titi Kohli, aus meiner Mösenrecherche. Und da habe ich herausgefunden, laut Literatur, dass im Mittelalter ein beliebter, so ein, wie sagt man so, wie man Scheiße, Merde sagt, ja, so ein Segenswunsch, ein Segensausruf war Potzfut. Also kann ich dem Kosmos Theater nur wünschen, für die nächsten mindestens 10 Jahre Potzfut.